mir bei. Was hat das Säuli? Zu viel Schock gegessen. Ich muss pressieren. Hopp. Oh, ja. Jetzt hat er es sogar geschafft, Frau Strauss. So, das war es. Prima, macht Frau Strauss. Ein wunderschönes Auto. Doch, ganz flott. Es ist mein allererster. Ich gratuliere ganz herzlich. Morgen, ich bin Doris Hasenza. Freut mich, ich bin Alberta Strauss. Ist alles gut gegangen? Ich glaube schon. Es ist hatte mein erstes Nein. Babys überkommen streng. Ich weiss noch gut, wie es beim ersten war. Wie viele Kinder habt ihr? Als ich das letzte Mal erzählt habe, waren es 53. Und jedes von ihnen ist einzigartig. Oh, kommen ihr denn noch mehr über? Ja, schon bald. Ich glaube jetzt gerade. Da sind sie schon. Ein Bub und ein Mädchen. Und noch mal ein Mädchen. Und das sind ja so viele, ich komme gar nicht noch mitzählen. Hoi, du. Halt, Krötli, das gehört nicht dir. Das ist ein Überraschungsei für Frau Dr. Nilpfi. Du darfst es aber niemandem sagen. Wo könnte ich es echt verstecken? Ah, ich weiss wo. Frohe Ostern, Dr. Fieberbein. Frohe Ostern, Dr. Krötli. Heute ist ein schöner Frühlingsmorgen. Sogar die Osterglocke blüht so schön bei uns im Garten. Finden Sie nicht auch? Habe noch nicht geschaut, keine Zeit gehabt. Frau Strauss hat ihr Ei bekommen. Und Frau Hasenza, ihre Häsli, alles kleine, herzige, äußerst liebe Osterhäsli. Moment, ich höre etwas, das nicht so lieb tönt. So ein schlussiges Hasenbaby. Sie sind so los, die können nicht einfach so überall rumhüpfen. Ich muss etwas unternehmen. Kopf, aua! Heil alle sagen. Singen nicht, Damen, sicher nicht. In dem Fall müssen wir etwas anderes machen. Wie wär's mit einem schönen Verband? Oh, Dr. Krötli, da hat ein Schocki-Osterei drin. Das hat der Dr. Fieberbein versteckt. Oh nein, das hätte ja gar nicht dürfen sagen. Ich erzähle es sicher nicht weiter. Ich muss jetzt dringend die neue Echokardiogrammmaschine überprüfen. Sie ist gerade frisch geliefert worden. Und wo soll ich jetzt mein Ei verstecken? Hast du eine Idee, kleines Häsli? Schau, es ist für den Dr. Fieberbein. Die Babys stellen das ganze Spital auf den Kopf. Sie müssen die einfach irgendwie beschäftigen, Schwester Häsli. Kein Problem, Herr Doktor. Ich habe schon eine Idee. Ja, da bin ich froh. Hört, Kinder, wisst ihr, was heute für ein Tag ist? Es ist Ostersonntag und da gibt es für jedes Kind ein Schocki-Osterei. Keine Angst, jeder von euch kommt das eigene Ei über. Die hat ein Osterhase-Ei versteckt, jedes an einem anderen Ort, irgendwo da bei uns im Spital. Und ihr dürft loshüpfen und Ei suchen. Los, hopp! Jetzt haben wir endlich ein bisschen Ruhe. Doris? Ja, Alberta? Ich glaube, ich muss ein bisschen rumlaufen. Ich bin schon ganz steif. Ich lasse mich sehen unter der Bette rein. Da passiert ihm doch sicher nichts. Ich passe gut auf. Das ist eine Echokardiogrammmaschine. Ganz neu auf dem Markt. Wenn ich den Stab da irgendjemand anhebe, an deinen Kopf zum Beispiel, dann sehe ich auf dem Bildschirm ganz deutlich in deinen Kopf hinein. Und dort in seinem Kopf hat es doch nur Stroh. Nicht ein Wunder, wie das im Fernsehen aussieht. Das Osterei, das habe ich gerade gedacht. Das stimmt doch etwas nicht. Wer hat denn das da hinein versteckt? Keine Ahnung. Hey, Dr. Krötli. Hey. Oh! 10, 11, 12, 13! Sind wir alle da? Ja! Und haben die alle ihre Zeit gefunden? Ja! Und dann gehen wir ins Kinderzimmer, verzieren alle Eier und dann mit den Eierrollrennen. Kommt mit! Oh, geht die Herren? Da
wird lustig. Mein Ei! Mein Ei ist verschwunden! Der kann doch nicht einfach davonlaufen, Alberta. Schau noch mal genau nach. Es ist nicht so. Mein Ei! Mein Ei ist gestohlen worden. Zuhauf! Zuhauf! Beruhigen Sie sich, Frau Strauss. Es muss noch jemand da sein. Wo genau haben Sie es angelegt? Bett ab, ist klar. Haben Sie auch jemanden gesehen, Frau Hasenzahn? Nein, da war niemand. Nur meine Kinder, die ihre Ostereier gesucht haben. Ostereier? Und wo sind Sie jetzt damit angegangen? Ich habe sie angetroffen, die gehen. Eierrollen! Nein! So, Kinder, macht euch bereit. Wenn ich auf drei Zelt habe, fangen wir an mit Rollen. Eins, zwei und. Nein, nein, stopp! Hebt euch Eier ganz fest. Eins von diesen Eiern ist nämlich nicht aus Schoki, sondern das Baby von der Frau Strauss. Wirklich? Aber welches echt? Das müssen wir herausfinden. Pass auf! Tu doch nicht wie ein aufgeregtes Huhn, Klärli. Menschen eigentlich haben noch nie ein Ei gehabt. Und? Hat jemand eine Idee? Ich weiss etwas. Was? Du weißt doch nur, wie man möglichst wenig arbeiten tut. Du bist vielleicht eine freche Maus. Das nimmst du jetzt sofort zurück, sonst muss ich glauben. Verzähl deine Idee, also gut, der Dr. Fieberbein hat uns heute Morgen seine neue Elektro-Dingsdangsmaschine gezeigt. Und bei dieser haben wir im Teddy im Kopf ein Ostereig gefunden. Das neue Echokardiogramm? Ja, so heisst es. Und wenn er mit dem in meinen Kopf einschauen kann, könnt er ja vielleicht auch in ein Ei einschauen. Das ist eine gute Idee. Das hätte ich dir gar nicht zutraut. Dr. Fieberbein, anschalten. Kitty, mach die Eier parat. Dr. Krötli, kümmert euch um die Hasenbabys. Also gut. Wir fangen an. Nein. Nein, das ist nichts. Nein. Nein, auch nicht. Moment. Da ist es. Sind Sie sicher? Absolut sicher. Können wir jetzt bitte unsere Eier wieder haben? Natürlich. Aber einer von uns kommt leider keins über. Es sind nur 12 Schoki-Eier. Moment. Ich weiss, was noch eins hat. Ich gehe es holen. Das ist nicht lieb von dir, Kitty. Aber eigentlich ist es nicht so schlimm. Die Babys könnt ihr teilen. Dann langt es für alle. Nein, nein. Es ist wichtig, dass jeder sein eigenes Ei hat. Ja. Das stimmt natürlich. Also, ich wüsste ja schon gern, was mit dem 13. Ei passiert ist. Oh, so herzlich. Oh, das ist aber noch Sie haben das Eierproblem wunderbar gelöst, Dr. Nilpfi. Also, genau verdanken wir das Ganze dem Teddy und dem Echokardiogramm. Haben Sie eigentlich auch gern Schoki-Ostereier? Nein, ich esse nie Süßes. Ich muss jetzt gehen. Im Notfall wartet noch Säule, was ich überessen hätte. An Osterschoki. Oh, ich brauche ein Pflaster. Haben Sie sich verletzt? Nein, um ehrlich zu sein, die Hasenbabys haben ein Schoki-Ei zu wenig und da habe ich eins gesucht und ganz zufällig... Kein Problem, Kitty. Nehmen Sie es einfach mit. Aber das kann ich nicht annehmen. Das haben Sie doch jemand anderem schenken. Ich habe es mir eben anders überlegt, Kitty. Danke. Die Häschen werden Freude haben. We'll be right back.